Moin, moin, meine lieben Steam Deck-Freunde da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf Steam Deck Checker. Und ich bin's, der Fabi. Und wir befinden uns in der Fallout Week. Und ich muss schon mal sagen, ich habe die erste Folge jetzt von der Serie gesehen und ich war wirklich, wirklich begeistert, wie da die gesamte Fallout-Atmosphäre eingefangen wurde. Aber ich werde noch mal ein extra Video machen, sobald ich die Serie durchgeschaut habe. Ich mache das schnellstmöglich auf jeden Fall. Und jetzt schauen wir auf jeden Fall mal uns eine Premiere bei mir auf dem Kanal an. Wir schauen uns heute mal das allererste Mal Fallout 76 an. Das Spiel habe ich noch nie gespielt als einziges Fallout-Spiel. Und deswegen bin ich ganz, ganz gespannt. Viel Spaß bei dem Video. So, da sind wir bei Fallout 76. Ich habe den Titel ja lange gemieden, weil ja, MMO ist nicht meine Welt. Deswegen schauen wir uns das Ganze mal an. Ich bin gespannt. Grafisch wirkt jetzt hier schon mal so ein bisschen sehr interessant. Was haben wir jetzt hier? Vorgaben niedrig. Ich gehe mal auf. Also gut, dann lassen wir es so. Wir lassen es einfach auf niedrig. Und dann schauen wir mal, wie das ganze Spiel läuft. Also, mit Pip-Boy. Also das Menü sieht schon mal sehr, sehr einladend ein. Aus. Ein. Aus. Ja, aus. Ein. Aus. Mein Gott. So, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Fallout 76. Sieht das eigentlich auch auf der Game Boy Engine? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Müsste ich nachschauen. Ansonsten gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß nicht, auf welcher Engine das Ganze basiert. Gibt es jetzt noch ein Intro? Dann schauen wir uns das mal ganz in Ruhe an. Craig. Craig bleibt immer gleich. 1776 entschied diese große Nation, dass nur der bewaffnete Konflikt unser Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück verteidigen könnte, wenn unsere Gründerväter uns jetzt sehen könnten. Von Antietam bis nach Amiens, Okinawa und Anchorage, wir haben gekämpft. Doch die rote Gefahr steht vor der Tür. Und unsere Demokratie steht auf Messerschneide. Und deswegen feiern wir heute am 4. Juli 2076, 300 Jahre nach Gründung unserer großen Nation, gemeinsam die Vollendung von Fallout 76. Dieser weitläufige Bunker wurde vielleicht von Vortech entworfen. Aber er wurde von euch erbaut. Von aufrichtigen Amerikanern. Auch wenn die Bomben fallen, wenn das Ende gekommen ist, werden wir überdauern. Doch nicht jeder kann gerettet werden. Unsere Besten und Klügsten sollen in diesem Vault weiterleben. Wenn die Kämpfe vorbei sind und der Fallout sich legt, beginnt der Wiederaufbau. Nicht nur Mauern oder Gebäude, sondern auch Herzen und Geister. Und schlussendlich Amerika selbst. Lasst uns also beten, dass Frieden in die Welt zurückkehren wird. Doch wenn es nicht so ist, wenn der Krieg unvermeidlich ist, dann soll ein jeder wissen, dass hier in Ward 76 unsere Zukunft beginnt. Das hätte auch fast schon ein Trailer zur Serie sein können. Hier spricht die Aufseherin. Hoffentlich hat Ihnen die Party gestern gefallen. Auch wenn Sie es vielleicht übertrieben und verschlafen haben. Oh, guck mal. Jetzt können wir hier unser Gesicht gestalten. Eigentlich irgendwie zufällig. Ja, gucken wir mal. An dem Sie Vault 76 zum ersten Mal betreten haben. Sie und
Okay, die wiederholen sich. Jetzt haben wir ein Extras. Make-up. Okay, wir nehmen den Kollegen hier mal. Geben den Charakter noch einen Namen. Und das ist natürlich Fabian. Nicht Abian, sondern Fabian. So. Nimmst du ein Foto? Okay. Oh, kriegst du schon eine Krise? Ja, komm, machen wir das so. Wir sind sehr, sehr schön. Ach, guck mal, hier hätte ich auch noch ein bisschen was anpassen können. Okay. Ein Freund, Sie sind eingeladen. Kommt dann zum Rückeroberungstag. Okay. Was haben wir hier? Sonst haben wir hier nichts. Ja, läuft doch sehr, sehr gut. Technisch, grafisch, auch soweit okay. Vergiss nicht, deinen Pip-Boy mitzunehmen. Ja, wo ist denn mein Pip-Boy? Pip-Boy, Pip-Boy. Pip-Boy. Wo ist mein Pip-Boy? Wollen wir das gut benutzen? Das sind schon mal coole Animationen, aber wo ist mein Pip-Boy? Wahrscheinlich irgendwo auf dem Nachttisch liegen oder so, hm? Bett ausruhen will ich gerade nicht. Ich will mein Pip-Boy. Ja, und das haben sie auch in der Serie gut gemacht. Ich bin begeistert. Das ist jetzt hier schon wieder sehr, finde ich super. Aber wo ist mein Pip-Boy? Ich finde meinen Pip-Boy nicht. Ach, da! Ich habe noch hier liegen. Pip-Boy. Pip-Boy. So, jetzt haben wir unseren Pip-Boy. Quasi die Microsoft-Version der Apple Watch. Okay, nach allen Monaten, eher Jahre, ne? Die Karte, da können wir noch mal einen Blick drauf werfen. Boah. Ja. Dass ich stolz auf Sie bin. Sieht doch nett aus. Wenn Sie das hören, bin ich schon seit mehreren Stunden unterwegs. Ich habe meine eigene Mission. Draußen in Appalachia. Hallo? Hallo! Heute ist endlich Ihr Rückeroberungstag. Sie können es sicher kaum erwarten. Endlich die Welt dann. Okay, ich bin bereit. Eine Welt voller Art. Ist auch dieselbe Stimme wie Coldsworth in Fallout 4. Die Kioske enthalten Informationen, die Ihnen nützlich sein dürften. Nur zu, los geht's. Ist das denn wirklich auf der Gameboy Engine? Dann MMO? Der alten Engine? Also, ich finde es von der Atmosphäre schon mal wieder richtig gut. In Appalachia dürfte es reichlich Tiere geben. Aber wieso bin ich alleine in der World? Das macht mir schon wieder ein bisschen Sorgen. Halten Sie sich stets mit Medikamenten eingedeckt. Okay. Vergessen Sie nicht, sie auszunehmen. Oh, ich hätte vielleicht noch ein paar Sachen. Hey, soll ich noch mal ein paar Sachen hier durchchecken? Guck mal hier. Guck mal, sollte noch mal die ganzen Stationen durchchecken. Gucke hier. Redex. Also, da bin ich ja auch echt wieder ein bisschen schlampig unterwegs. Ja, den Party... Komm, den müssen wir ausrüsten. Wie komme ich ins Menü? Den Partyhut müssen wir ausrüsten. Kleidung. Partyhut. Ich sehe phänomenal aus. Okay, VLC-Symbole sind auch hier. Tun Sie immer noch so, als sei Rückeroberungstag? Ah,
Ich kann Camp aufschlagen in der Wildnis. Das ist auch cool. Okay. Rückeroberungstag. Finde ich schon mal echt cool. Jetzt vielleicht doch früher spielen sollen. Obwohl, ich glaube, jetzt ist eher der richtige Zeitpunkt einzusteigen. Es gibt ja auch ganz schön viele DLCs inzwischen. Wieso sind hier nur Roboter? So ein Pip-Boy-Aufsteller hätte ich auch gerne. So schön hier im Hintergrund. Ich werde mir sowieso noch ein Studio richtig einrichten. Wenn der Dachboden bei mir ausgebaut ist für die Kinder. Und ein paar Räumlichkeiten frei im Haus. Und da habe ich schon Bedarf angemeldet. Ah, ich hasse es. Null Treffer, sehr schön. Dann müssen wir mal irgendwie... Gut. Ein Treffer. Ja, gut. Slow vielleicht. Dann wird es ein O sein, aber... Oder? Nein. So. Ah. Okay. Okay. Ja, wollen wir jetzt alles nicht lesen? Aber wir konnten mal was knacken. Okay. Weiter geht's. Wo muss ich denn lang? Muss doch hier lang, oder? Nee. Nur noch raus aus der Vault. Gehen wir nochmal. Ne, von hier kamen wir ja. Kann ich nicht einfach rausgehen jetzt? Auf Wiedersehen. Aloha. Ciao. Arrivederci. Au revoir. Goodbye. So, ich soll die Mission der Aufseherin in Erfahrung bringen. Aber hier ist ja nichts. Wenn mal hier in die Richtung. Kann ich irgendwie rüberspringen? Nee. Nee. Wir gehen mal raus. Jetzt hier noch. Ah, guck mal. Bin vielleicht hier noch irgendwie lang. Bringt uns aber auch nicht so viel. Aber es läuft stabil. Nee, kann ich noch nicht. Oder doch? Oh, oh. Okay. Wir sind unerfahren. Actionbewohner. Wir sind Actionbewohner. Ja. Ah, ich liebe dieses Pip-Boy-Design. Ich liebe es einfach. Ich glaube, inzwischen läuft das Spiel auch ganz gut für Bethesda. Also, meine, ich glaube, es wird nicht so viel, es wird definitiv wahrscheinlich nicht so viel gespielt werden wie The Elder Scrolls Online. Sprech mit Pennington. Oh, Sir. Diese jungen Damen da unten wirken außerordentlich lebendig. Sie haben bisher keinen Kontakt aufgenommen. Nur, dass sie wohl persönliches Interesse daran haben, den Vault zu betreten. Eine wirkte verstört. 237, was er erst versucht. Möglich sei. Aber ich bin nicht sicher, ob sie mir geglaubt hat. Passen Sie auf sich auf, Sir. Und es schon mal raucht. Das Bonderleiche. Okay.
Gule. Ich habe aber noch nicht mal eine Waffe. Doch, ich habe eine Waffe. Aber wir haben auch das Wetz. Das Wetz ist aber nicht so langsam wie... nahe Leichen. Okay. Aber wir wollten mal in eine andere Richtung gehen. Also wenn da ein bisschen Story mit drin steckt, dann könnte ich mir das Spiel durchaus vorstellen. Ich habe mich halt nicht damit, nie mit Fallout 76, das einzige Spiel, welches ich wirklich gekonnt ignoriert habe. Es muss doch einen Weg da reingehen. Aber es gibt NPCs inzwischen. Ein Wortbewohner? Hey, du! Wow, wow, ganz ruhig. Wollte dich nicht bedrohen, nur ein paar freundliche Fragen stellen. Du kommst aus dem Vault, oder? Jo, da komme ich her. Ich dachte, der wäre leer. Moment. Gott verdammt. Tja. Nur ich habe einen Hausschlüssel. Ich habe Wayward einen Tipp gekriegt. Das ist eine neue Bar da und so ein Kerl hat er. Nachdem du ihm unsere letzten Kronkorken gegeben hast? Außerdem hat er erzählt, dass in diesem Vault, du weißt schon, das große Ding liegen soll. Die letzte Chance, unsere Pechsträhne zu beenden. Du weißt schon, das Ding, wegen dem alle zurück sind. Der Schatz? Schatz. Ja, gab eine Funke. Ich hab es dir gesagt, Lacey. Hä? Aber das... Nein. Wunderbar. Danke, dass du uns ein paar Antworten gegeben hast. Ist nur fair, dass ich mich... Ich gehe mal lieber. Ich wollte mal ein bisschen was von der Welt sehen hier. Wie kann ich jetzt die Karte konnte ich hier angucken, ja? Wer ist das? Keine Ahnung. Ich glaube, ja, hier gibt es ja sogar diesmal auch Riesenfaultiere. Also, schon mal eine schöne Umgebung. Grafisch nicht ganz so gut. Ich habe jetzt nicht die höchsten Einstellungen. Oh, Leute, was ist denn los hier? Habt ihr alle kein Zuhause? Oh. Also Gule direkt nachdem man aus der Vault kommt, das ist man als Fallout-Spieler auch nicht unbedingt gewohnt. Das ist ganz schön heißes Pflaster hier. Und noch einer. Also. Oh. Kommt ihr aber langsam zum Shooter. Wieso hat der Zahnpasta dabei? Der hat nichts mehr, aber Munition hat er. Impact. Okay. Munition habe ich sogar noch ein bisschen. Ja. Wer ist denn jetzt gesucht? Wieso wird der gesucht? Kann ich eigentlich jederzeit speichern? Wie ist denn das? Kann mir keiner sagen, oder?
Wie kann ich hier? Ist da irgendwas von abbrechen? Das ist nur die Expedition. Was ist eine Expedition? Okay. Ah. Item Shop, da wollte ich nochmal reingucken. Kleidung, Free. Nee, will ich nicht. Den kriege ich free. Volt 32 Anzug, passend zur Serie. Bin ich hier free? Will ich nicht. Okay, Fotomodus. Was gibt's da? Free, Rahmen, Regenbogen. Oh, da verkaufen die aber auch eine Menge. Da verkaufen die aber auch echt eine Menge. Scheiß auf gut Deutsch, oder? Symbole, free. Free, alles mitnehmen. Wir sind hier im Kaufrausch. Ja, kosten. Kosten. Nützliches. Das sind hier free, da war doch was free. Free, free. Oh. Wie ist das, wenn ich jetzt beenden klicke? Kann mein Aussehen noch ändern, okay. Okay. Aber. Seasons. Gottes Willen. Dafür, für solche Sachen fehlt mir meistens der Zeit, die Zeit. Wahrscheinlich muss ich ein Camp aufschlagen. Warte mal. Na, wir gucken gleich. Erstmal laufe ich mit meinem Partyhut weiter. Irgendwo, wo ich ein schönes Camp aufschlagen kann, da kann ich doch bestimmt speichern, oder? Und wo wird hier geschossen? Holzfäller, Protektor, Feldbäume ohne Mahlzeiten oder eine Toilette zu benötigen. Guck mal, ob ich jetzt hier mein Camp mal aufschlagen kann. Gibt Radios. Ah, da. Ja. Kann ich da mein Camp aufschlagen? Grütze. Muss doch irgendwo campen können. Irgendwo hier. Gucken wir nochmal. Camp verlegen. Aktiviere das neue Camp. Sachen hinbauen. Okay. Deswegen spiele ich keine MMOs. Aber so schlecht scheint das Spiel doch gar nicht zu sein. Ich merke die ganze Zeit, ich hänge immer in der Luft hier. Egal, passiert. Ja, also mein Ersteindruck ist gar nicht so schlecht jetzt von. Kann ich das Camp jetzt aber irgendwie auch wieder wegnehmen? Das wäre nämlich sonst ein bisschen ärgerlich. Ja, egal. Also Fallout 76 haben wir uns jetzt auch nochmal angeschaut. Für den Ersteindruck nicht verkehrt, aber ich merke schon, es wird definitiv halt
MMO-lastig sein und das ist halt nicht so meine Welt. Ich werde das Spiel auch mal nochmal anspielen oder weiterspielen, aber jetzt so momentan ist es definitiv nicht auf meiner obersten Prioritätenliste, das Spiel. Definitiv nicht. Also Freunde, ich bedanke mich mal wieder fürs Einschalten. Gucken mal, wenn ich jetzt beenden klicke, was passiert? Er warnt mich nicht oder so. Wenn ich jetzt weiterspielen will, was kommt dann? Guck mal, ich kann auch ein privates Abenteuer. Maxim, aber... Ach so, ich muss das freischalten. Okay, was denn? Quantenwelt? Aha. Okay. Gucken, komme ich jetzt da wieder raus, wo ich war? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Also, liebe Freunde, ich laber wieder viel zu viel. Liebe Freunde, ich bedanke mich fürs Einschalten. Hinterlasst gerne ein Abo oder ein Like. Ja, würde ich mich freuen. Wir haben ja gesehen, das ganze Spiel läuft auf dem Steam Deck verhältnismäßig gut. Also, ich bedanke mich fürs Einschalten. Und, warte, wir gucken noch hin. Wir gucken noch hin. Ja, nicht so schnell. Nicht so schnell, Fabian. Wo kommen wir denn jetzt wieder raus? Nur daraus, wo wir quasi eingestiegen sind. Das sieht gut aus. Alles klar. Okay, liebe Freunde. Jetzt aber. Once you get a deck, you never go back. Ich melde mich ab unter Deck und ich wünsche euch noch eine wunderbare neue Zeit.